Ja, die Delta Charlie Papa, hier drüber, ne? 3. Bitte rollen für WFA-Flug nach Bozen. 2 Personen an Bord mit Flugplan. Ausflug via Sierra. Delta Charlie Papa, Memmingen, Flugplan ist voran. Wo ist Sierra? Folgen Sie der vorausrollenden Papatango und rollen Sie zum Rollhalt 06 über Charlie, Sierra, November und Whisky. Pistekreuzung genehmigt und QH1014. Sierra ist gut. 1014, Pistekreuzung genehmigt hinter der Papatango, Charlie, Sierra. Das ist genau gegenüber. Muss hier gegenüber sein. Ja, okay, das ist nur kein Schild. Das ist kein Schild, aber muss gegenüber sein. Papatango, kreuzig Piste Richtung Sierra. Genau. Ja, aber warum ist hier kein Schild, ne? Ja, okay, das ist aber Richtung November, ja. Das ist schon okay, so, ja. Charlie Papa kreuzt auch die Piste Richtung Charlie Sierra. Jo. So, jetzt geht's hier über das Vorfeld. Und jetzt müssen wir nach links, ne? Jetzt müssen wir scharf links. Ja. Whisky und an dem Ding muss halten. Ja. Delta Kid, Berichtigung, Delta Papa Tango, Vorsicht, Sie nähern sich dem Rollhalt, halten Sie dort Position und der nächste Meldung den Abflug bereit. So, jetzt will er von uns einen Abflug bereit haben. Aber wir checken jetzt ganz normal. Ganz normal, so. Delta Papa Tango, Rollhalt 06 und Abflug bereit und wir würden gerne direkt auf Kurs Richtung Innsbruck gehen, nachdem wir gestartet. Delta Papatango verstanden, dann nachdem er startet, ist dann die Rechtskurve genehmigt. Verlassen Sie Kontrollzone wie gewünscht. Sie melden sich dann als nächstes beim Verlassen im Süden. Wind 040 Grad, 15 Knoten, Piste 24, Richtung Piste 06, startfrei. Delta Papatango, Rechtskurve genehmigt, startfrei. Ist sehr früh hier, das checkt nochmal, ja, der Haltepunkt, der Holding Point, ne? Ja, wegen der Wirbelschleppen bleibt, weil leicht, ja. Ja, genau. So. Delta Echo Mike Charlie Papa, anhalten bitte. Ja. Links, wir haben eine Freigabe. Wir haben eine Freigabe, ja. Miami Dog, Scott Reinhardt, 5129. Reinhardt, 5129, Memmingen, hallo. Reinhardt, 5129, schaut aus, dass wir uns am Slot nicht schaffen um 35. Ist es da möglich, eine Extension zu kriegen? Negative, there is a flight plan delay necessary. Okay, copy. So, 25. Ja, clear for takeoff. Ja, und die Delta Command Charlie Papa, Rollhalt Whisky 06. Wir sind auch abflugbereit, bilden dann auch gerne hinter der Charlie Papa direkt raus, nicht über Sierra. Delta Echo Mike Charlie Papa verstanden, dann verlassen Sie Kontrollzone ebenfalls hinter der Papa Tango wie gewünscht, Rechtskurve Richtung Süden. Wind 050 Grad, 15 Knoten, Piste 06, startfrei. Verlasse Kontrollzone Richtung Süden mit der Rechtskurve. Ja, startfrei, Piste 06, Charlie Papa. Delta Papa Tango verlässt die CDA in 3900 Fuß, schönen Dank und auf Wiedersehen. Delta Papa Tango verlassen, der Frequenz genehmigt schon. Lang Information, Delta Echo Kilo Papa Tango. Delta Echo Kilo Papa Tango, langen. Delta Echo Kilo Papa Tango, Cessna 172, 2 persons on board, it's a VFR flight from Memmingen to Bolzano with the flight plan request traffic information. Delta Echo Kilo Papa Tango identified squawk 4453 QNH 1014. 4453 is coming and QNH 1014. AFAP. Also Brenner werden wir mit 10.000, ne, oder? 11.000 überqueren. Ja, die GAFO-Route hat auch eine Höhe, ne, wenn du willst. Ne? Ja, können wir ja gleich gucken. Ja. Ne? So, auf welcher Höhe sind wir denn jetzt in der WFA-Route? Steht die da nicht auch drauf? Ja, normalerweise ja. Okay. 6.400 Fuß. Was? So, wir müssen mal gleich auf die Berge. Ja. Ach du, das müssen wir auch, du.
Lageninformation, Delta Echo Foxtrot Uniform November. Delta Echo Foxtrot Uniform November Nummer 2, ich rufe Sie gleich zurück. Delta Echo, Echo Tango Lima, Sie sind aufgetaucht, Radarkontakt 3600 Fuß. Positiv, Tango Lima. Kilo Alpha X-Ray India, Sie können zu meiner Kollegin wechseln. 119,150, guten Flug. X-Ray India, verstanden, wechsel auf die 109,150, danke. Danke, ja, du rufst auf der X-Ray Alpha Sierra Lima. Das ist der Kreis auf Sierra Lima, Langen, hallo. Hallo, Moni 20 from Straubing to Salzburg, presently 3,000 south east of Straubing, 3,000 feet climbing, Squawk 7,000, reverse traffic information. The call is from Sierra Lima, Squawk 4454 and Squawk Ident, QNH is 1015. QNH 1015, Squawk 5454, abandoning Sierra Lima. Squawk 4454, 4454 please. 4454, Delta Fairman. Delta Echo Kilo Papa Tango, traffic, helicopter coming up 1 o'clock, 2 miles from right to left, flight level 75. Delta Papa Tango, looking out. From left to right? Long information, Delta Hotel Bravo Papa Lima, servus again. Servus again, Delta Hotel Bravo Papa Lima, radar contact 74, machen wir Licht an. 74, Licht drauf und so weiter. Okay, Delta Papa Lima. Delta Papa Lima, in case you will turn to the left, there is traffic in your 10 o'clock position, 2 miles from left to right, 74. Looking out for traffic, Delta Papa Lima, but we are going to Volcan C. Gotcha. Da vorne kommt erst unser Teil. Ja. Habe ich etwas, etwas nachlässig geplant? Nö, nö, hätte man natürlich auch da entlang fliegen können. Ja. Ein bisschen rein, ne? Ja, ja, ach. Oder da hinten rum. Gut, ich habe mich jetzt hierfür entschieden. Hier ist ein Sattel, kommt man gut durch. Ja, ist schon in Ordnung. Ich habe 3300 damage. Delta Mike Echo Bravo Kilo für den Sinkflug schon einmal QNH Nürnberg 1015. Delta Mike Echo Bravo Kilo QNH 1015, danke schön. Ja, ist okay, immer drüber. Delta Echo Kilo Papa Tango, you're clear of dimension traffic. And as a chance to Sojova, Innsbruck approach 128975, Squawk 7000, and have a nice flight, goodbye. Delta Papa Tango, we'll switch over to Innsbruck approach 128.975. Innsbruck approach, Delta Echo Kilo Papa Tango. Delta Echo Kilo Papa Tango, identified what is the requested routing and altitude. The altitude, so at the moment we are on 8,000 feet and we will continue to the Brenner. We are with flight plan and our final destination is Bolzano. Delta Echo Kilo Papa Tango,
Delta Papa Tango, roger, so, maintain 8,000 feet when reaching, the QNH 1011. Proceed November 2, Sierra Brenner, and next report Brenner. Delta Papa Tango, will report 8,000 feet and maintain 8,000 feet when reaching, and will report November 2, and the next point is Brenner. And report Brenner. I have you on the radar. I see you. So okay. All you have to report is Brenner, please. Brenner. Okay. Okay, we will report Brenner. Papa Tango. Irgendwie tut das gut, ne? Ist was für die Seele, ne? Ja. Oh. Einfach klasse. Aber viel höher könnten wir auch nicht, ne? Ne. Wenn, dann müssen wir sie ganz rüber. Das würde ja auch gehen. Mit dieser. Ja. Der steigt hier wie Sau. Ja, der steigt immer. Ohne dass man das will. Ja, ja. Aber ich muss sagen, die Maschine ist wunderbar gestiegen. Ja. Wunderbar. Der Stellpropeller. Ja, ja. Das ist wirklich noch was anderes. Ja, drehen wir mal. Ja, ja. Drehst du mal Wien Information ein hier? Ja. 124.4. Was ist das? Warum hören wir die anderen nicht? Ja, ja. Wir fliegen in dieses Tal da hinten rein, ne? Ja, Sierra, das ist der Brenner. Ja, ja, das geht nach Hause, dann direkt gleich gefunden. 5563, TX, der ist Lima frei. Freijähriges. Wo ist denn die Charlie Papa?
Delta 4002, wir brauchen viel länger beim Delta Steigen. 09 ist deutlich hinter uns. Und die 4002, du bist ausgeblockt worden, bitte wiederholen. Die 4002, Kellerjoch, bitte Rückflug Richtung Batscherkofel. 4002, frei zum Batscherkofel. Frei zum Batscherkofel, 4002. Also so ein GAU ist das schon, ne? Wenn so ein Gerät jetzt ausfällt. Ne? Ja, ich hab noch ein zweites dabei. Ja. Habe ich auch hinten eingepackt. Ja. Ist auch voll geladen, aber ich dachte, wir hätten schon zwei. Nein, nein, in den Bergen brauchst du das. Ja. Kannst du dich nicht drauf verlassen. Nein. Du vertust dich auch mit den Tälern. Ja. Delta Papa Tango, you may leave my frequency. You may contact later on Bolzano 120.6. Ciao. Delta Papa Tango will leave your frequency and contact Bolzano later on 120.6. Thanks for the service. Have you heard in the meantime something from Delta Echo Mike Charlie Papa? Der ist auf der Turmfrequenz, der ist circa 8 Meilen hinter euch in 6000 Fuß. Ist falsch. Ja, hast recht. Ist falsch. Übernehmen wir mal kurz. Ja, ja, machen wir. Ja, komm mal gleich. Ja, ja. Ist ja auch bescheuert, ist ja auf die Auto. Ist ja auf Auto, die Autobahn. Genau, genau. Ja, Delta Echo Kilo Papa Tango. Delta Kilo Papa Tango, listening. Bleib oben. Ja. Delta Echo Kilo Papa Tango, listening. Ja, also wie gesagt, die Delta Charlie Papa ist circa 6 Meilen hinter euch in 6000 Fuß. Wollt ihr auf den warten? Nein. Nee, wir wollen nicht auf den warten. Wir hatten uns nur gewundert, dass er sich noch nicht gemeldet hat auf der Frequenz von Innsbruck. Ah, der ist auf der Turmfrequenz. Also, alles klar, dann können wir nicht hören. Okay. Servus. Danke. Kannst du nochmal ganz kurz übernehmen? Ich muss den Brenner nochmal fotografieren und diese Höhe halten. Also die Route, das ist schon richtig, die muss so klein geplant werden. Ne? Ja. Sonst steckt man das war der. Ich fand das schon wieder so kleinkariert. Ja. Aber ich hätte es vorher schon machen müssen. Das war richtig. Ich habe vorher gesagt, noch einmal wiederholen, wir machen in Innsbruck, und, aber das reicht nicht. Ja. Und wir haben ja optimale Sicht. Ne? Ja. Und das Tal sieht man, das sieht man jetzt sehr gut, ne? Das große Tal dort. Ne? Und wie war nochmal die Frequenz jetzt? Ja, also Bolzano. Ja. Bolzano schon. Er hat uns gesagt, dass wir keine Chance haben. Ich kann da aber anbieten, dass du von der derzeitigen Position direkt über den Platz fliegst und dann vom Platz zur Reiterspitze. Also Bolzano ist nur 800 Fuß hoch. Gut, dann von der derzeitigen Position direkt über den Platz und dann in der Mitte des Platzes Richtung Norden. 1400 Meter. Ich gucke mal eben, was die für eine Bahn haben. Ja? Den 01 und den 19. Ja, ich kann gucken, flieg mal eben. Ja. Ja, ich kann gucken, was für eine Bahn in Betrieb ist. Okay. Die haben die 19 in Betrieb. Okay. 19. Mit 10 Knoten Gegenwind. So, ich gehe mal auf Bolzano. Ja. Ja, ja. Auch da hinten wieder, das ist irre. Ja. Boah. Tolle Sicht. Und das stell dir jetzt vor bei schlechtem Wetter. Ja, ja. Hat's vergessen. Ja.
Was haben die für eine 1.9, ne? Oder? Hat man schon eingedreht. Das war eingedreht, fliegen wir, aber der Platz auf 600, auf 700. Ja, ne? Ja. Ja. Na, wir müssen jetzt abbauen. Höhe abbauen. Eins neun. Ja. So, hier steht, wir haben einen Fixed Wing 1.9 Right Hand. Kann ja nicht sein. Wir waren direkt im Final. Willst du mit denen schon mal sprechen? Ja, frühzeitig. Kann ich mal versuchen. Ja, ja. Poltano Information, Delta Echo, Kilo Papa Tango. Oder erst dahinter, ne? Ja, ja. Naja. Ich glaube nicht, dass wir schon hören wollen. Naja. Poltano Information, Delta Echo, Kilo Papa Tango. Kann man wohl noch gar nicht hören, hä? Nee, das ging immer erst kurz bevor wir vor der Ecke sind. Ja. Fliegen wir nicht so tief, also nicht weiter sinken, ne? Nee, nee, aber weil runter kommen wir immer. Runter kommen wir immer. 4000 halte ich, aber mit 4000 kommen wir gut hier durch. Wir kämen jetzt zum Kabel an der Seilbahn. Oh. Die sind immer... Steige über 4800 Fuß. Steige über 4800 Fuß. Boah. Wow. Sagt er. Also hoch. Wir haben hier die Info, steige über 4800 Fuß wegen Seilbahn. Wegen Bahn. Seilbahn. Wegen was? 48? Über 4800 Fuß wegen Seilbahn. Ah ja, habe ich, okay. Dann bleiben wir auf 5000. Woher wusstest du denn eigentlich, dass wir tiefer gehen wollten? Wir hatten uns schon ein bisschen auf Bolzano vorbereitet, weil die jetzt nicht so hoch ist. Bolzano Information, Delta Echo, Kilo Papa Tango. Kilo. Okay, I read you one. We will contact you in 5 minutes. Volcano Information, Delta Echo, Kilo Papa Tango. Tengo che becca di avuto una posta 0159. Decollo a discrezione. Volcano Information, Delta Echo, Kilo Papa Tango. Delta Echo Kilo Papa Tango, Bolzano. Delta Echo Kilo Papa Tango, position Castelletto and 4500 feet for request landing information. Bolzano, Rainer 1806 knots, unit 1008, report the field inside. Delta Papa Tango, I read you. Still two, but I heard we report field inside, and I guess the runway in use is 1-9er. Confirm, 1-9er in use. Delta Papa Tango, 1-9er, and we can make a direct approach to final 1-9er. Yes, sir. Inside, keeping up approach runway 1-9er. Delta Papa Tango, we'll report field inside and final approach to runway 1-9. So, alles klar, ja? Ja, ja, was haben wir denn hier noch? Kabel wiederum, ey. Tuchter, 1-5. Ja, die sind aber mehr an den Hängen, ne? Hier, oh. Hier sind die, hier sind Kabel, ja? Ja. Da.
Also, ich glaube, das ist kein Problem für uns. Gut, muss hoffen. Ja, hoffe ich auch. Aha. So, es gibt jetzt, es gibt ja hier diesen roten Kreis, ja. Ja, wir nehmen mal da fliegst du am besten nördlich, ne, oder? Ja, ich würde nördlich vorbeifliegen, da hast du schön lang Anflug. Ja, okay. Ja, weil das geht schnell, wir haben noch Höhe. Ja, 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 ja. Du brauchst die Zeit. Kannst du ja schon mal langsam machen, ne? Ja, ja, mach ich schon. So, fang schon mal an. Fuel Pump, Landelicht, Fuel Pump. Oh, bisschen. Ja, so, ja, früh schon. So. Ja, sonst vergessen wir es. Landelicht. Landelicht hast du schon? Habe ich auch. Ja? Ja. Genau, jetzt bist du genau, kommst du genau an dem Ding vorbei. Ja, wobei da, gut. Mal aufpassen. Aber die Graspiste wollen wir nicht, ne? Nein. Eigentlich müsste man da drüber noch fliegen, ne? Um genau vorbeizufliegen, ne? Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Nein, nein. Da. Fasano Information, der Kollege. Ach so, da schon. Der ja. Der nein. Mike Charlie Papa. Okay. Deswegen. Position is Castello in 4500 feet for landing. Oh yeah, Delta Charlie Papa Bozzano, Roger. Runway 19er, wind 19016 knots, UNH 1008. Machen die jetzt tief, du wirst uns sonst nicht langsam. Field 19er. 1008. Oh, there come my Charlie Papa. Charlie Papa Bozzano, report with the field inside for a straight approach runway 19. Delta 19er, runway Delta Charlie Papa. Delta Papa Tango, field inside on final runway 19er. Oh. Tango, you are inside, wind 19016 knots, landing at your discretion. Delta Papa Tango, landing at our discretion. Das kriegen wir gut noch hin. So. Maximal 70. Ja. Jetzt, ich bin bei 70. Jetzt brauchst du sogar Gas. Ja. Gut. Das merkt man in den Ohren, ne? Ja, auch. Du musst Bozzano, Secondo 3-9, richiama lasciando la zona. Kommt zu spät das Gas hier. Delta Papa Tango, backtrack, full backtrack and will vacate by Alpha. Delta Charlie Papa, sealed inside. Charlie Papa, Roger, sorry. Report on final runway 19er, the runway is engaged. It takes the 2 minutes from now. Yeah, I will call him in final by now. Okay. Now right, Papa Tango?
Papatango, Bolzano? Now right, now to the right. It is. Stay on the runway, perform full backtrack till the end. Ah, wir sind falsch. Yep. Charlie Papa is in final, 1-9er. Wir sind falsch. Papatango, Bolzano, locate the runway and stand by. You will re-enter on the runway. I call you back. Delta Papatango, we will re-enter the runway. That was the reason because we want to empty the runway. Okay, in this case, proceed our 10 meters, please. Wollen wir nochmal zur Runway Papatango, zurück? Please move 10 meters ahead. Delta Papatango, 10 meters ahead. Ja. Wohin? Ja, bis hinter das Ding hier. Papa Charlie, Papa Bozzana, now runway 3. Nur geradeaus, nur geradeaus. Landing at your discretion. Warte, halt, halt, du sollst nur 10 Meter weiter, da kommt die Charlie Papa. Delta Papa Tango Bozzano, make a turn around and re-enter on the runway Bravo Bravo. Delta Papa Tango will make a turn around and will re-enter the runway via Bravo. Ja, wir haben uns. Die Delta Charlie Papa is just landing. We have to go now. Papa Bozzano, make a back track and follow your colleague to the holding point Alpha runway 19. So backing at the end via Alpha. Da steht schon das Follow. Ja, wir haben uns, sagen wir mal, ich zumindest beeinflussen lassen, die Bahn frei zu machen für die Charlie Papa auch. Ne? Ja, ist auch in Ordnung. Ja, aber okay, gut. Das habe ich ihm ja auch gesagt. Ja, ja. Ob das jetzt stimmt oder nicht, war ja scheißegal. Ja, ja, ja. Dann will ich immer einen guten Eindruck machen. Ja, ja. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir bis dahin wollen, weil ich hätte gedacht, dass es immer da unten ist. Ja, ja. Papatango, Bolzano, vacate via Alpha, then follow the follow me car. Delta Papatango, vacate via Alpha, follow me car. We need refueling, and because we leave tomorrow, but we can refuel today or tomorrow. Okay, we relay your request. The refueling station is on the other side of the airport. I think it's better if you refuel tomorrow. Okay, then we refuel tomorrow, Papatango.